Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten YouTube-Video. Hier heute möchte ich eine Reihe beginnen zum Thema Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das Ganze ist entstanden aus einer Veranstaltung, die ich an einer Universität halte. Und ich dachte mir einfach, dass es Sinn macht, das Vorlesungsmaterial halt nochmal zu verwerten und nochmal mit einer Tonspur zu hinterlegen. So dass es eben halt nicht nur den Studenten, sondern halt auch noch anderen Interessenten zur Verfügung steht. In dieser Reihe möchte ich zahlreiche Themen aus dem Komplex der Wahrscheinlichkeitsrechnung behandeln. Unter anderem möchte ich zum Beispiel über grundlegende Begriffe wie Elementarereignisse oder halt Wahrscheinlichkeitsräume, Wahrscheinlichkeitsmaße reden. Insbesondere möchte ich auch über die Kolmogorow'schen Axiome reden, weil die halt einfach die Grundlage für das bilden, was wir so in der Wahrscheinlichkeitsrechnung eben machen. Ich möchte über den Begriff der bedingten Wahrscheinlichkeit und den Satz von Bayes reden. Ich möchte über den Satz der totalen Wahrscheinlichkeit und den Begriff der Unabhängigkeit reden. Ich möchte über das Konzept von Zufallsvariablen sowie der Massen- und Dichtenfunktion reden. Dann möchte ich Begriffe wie den Erwartungswert, die Varianz oder auch die höheren Momente von solchen Zufallsvariablen einführen und natürlich auch einige in der Praxis relevanten typischen Wahrscheinlichkeitsverteilungen vorstellen, diskutieren und am liebsten halt auch in Dialog treten. Also wer da Interesse hat oder wer da besondere Fragen hat, sei herzlich eingeladen, einen Kommentar zu hinterlassen oder mich einfach anzuschreiben. Wer Themenvorschläge hat, kann die auch immer einreichen. Dann kann ich vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen. Mal gucken, wie wir da so durchkommen und wie so die Resonanz ist. Wir schauen einfach mal. In dieser allerersten Lektion möchte ich halt über das Thema der Mengenlehre reden, weil, wie fast alle anderen Teilgebiete der Mathematik auch, baut die Wahrscheinlichkeitsrechnung eben fundamental auf Mengenlehre auf. Und um sicherzugehen, dass da auch jeder den gleichen Stand hat, habe ich mir gedacht, mache ich nochmal so einen ganz kurzen Abriss und zeige nochmal so die grundlegenden Begriffe auf, dass auch jeder wirklich folgen kann und weiß, worüber ich rede. Zuallererst müssen wir natürlich über den Begriff der Menge als solche reden. Also was ist überhaupt eine Menge? Und wenn wir uns da ganz klassisch an der Definition von Georg Cantor orientieren, dann ist eine Menge M erstmal eine Zusammenfassung von bestimmten wohl unterscheidbaren Objekten zu einem Ganzen. Und im Grunde haben wir hier zwei wichtige Attribute, über die wir reden müssen, nämlich zum einen die Bestimmtheit der Objekte. Cantor meint damit, dass wir in der Lage sein müssen, die Objekte, die sich in dieser Menge befinden oder eben nicht befinden sollen, in irgendeiner Weise zu beschreiben, dass wir die also irgendwie mathematisch korrekt und widerspruchsfrei definieren können. Man möchte einfach vermeiden, dass man halt zu irgendeinem Zeitpunkt ein Element hat, von dem man nicht entscheiden kann, ob es Teil der Menge ist oder nicht. Also wir müssen irgendwie eine Schlussfolgerung oder eine schlüssige Argumentation oder Begründung angeben können oder eine schlüssige Definition angeben können, was halt die Elemente dieser Menge auszeichnet. Und wohl unterscheidbar bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Elemente halt alle voneinander unterscheidbar sind. Insbesondere heißt das oder bedeutet das, dass jedes Element halt höchstens einmal in einer Menge enthalten sein kann. Weil, wenn das Element zwei oder mehrmals in dieser Menge wäre, wären die ja nicht mehr voneinander unterscheidbar. Das heißt also zum Beispiel, wenn ich jetzt die Menge der natürlichen Zahlen habe, dann ist es erstmal wohl bestimmt. Und die einzelnen natürlichen Zahlen sind halt auch voneinander unterscheidbar. Nur eins ist was anderes als zwei. Aber das heißt zum Beispiel, dass die Zahl 1 entweder in einer Menge drin ist oder eben nicht drin ist, aber sie ist eben nicht zweimal oder dreimal drin. Eine Konsequenz des Ganzen ist auch, dass die Reihenfolge, in der ich Elemente aufliste, keine Rolle spielt. Das heißt also, die Menge der Elemente 1, 2, 3 ist identisch mit der Menge der Elemente 3, 2, 1. Das ist was anderes, wenn ich jetzt zum Beispiel über Vektoren rede. Also der Vektor 1, 2, 3 ist was anderes als der Vektor 3, 2, 1. Da kommt es sehr wohl auf die Reihenfolge an. Bei Mengen soll es das nicht. Da geht es uns nur darum, ob
darum, ob ein Element halt Teil dieser Menge ist oder eben nicht. Und wir sagen jetzt, dass x Element einer Menge A ist. Wir schreiben halt auch x Element A, wenn x in dieser Menge A enthalten ist. Umgekehrt schreiben wir halt auch y ist nicht Element A, falls y nicht in A enthalten ist. Also das kann man sich hier nochmal grafisch veranschaulichen. Dieser Kreis soll jetzt sozusagen die Menge A darstellen und dieses x hier ist jetzt eben da drin, während dieses y da eben nicht drin ist. Das erstmal ganz sinnvoll, einfach auch intuitiv definiert, was wir darunter verstehen. Also hier auch nochmal in Zahlen ausgedrückt, zum Beispiel die Zahl 3 ist Element dieser Menge 1, 2, 3, aber die Zahl 4 ist eben nicht Element dieser Menge 1, 2, 3. Dann gibt es noch die sogenannte leere Menge, das ist die einzige Menge, die kein einziges Element enthält. Und die werden wir halt oft noch brauchen. Da kann man sich einfach dieses Symbol, diese durchgestrichene Null schon mal merken, als das Symbol für die leere Menge. Jetzt sagen wir, dass B eine Teilmenge von A ist. Wir schreiben halt auch B mit diesem Zeichen hier, B Teilmenge A, wenn jedes Element aus B auch in A ist. Das heißt also, ich müsste überprüfen für jedes Element, welches sich in B befindet, ob es halt auch in A ist. Und dann nennt man B Teilmenge von A. Das heißt insbesondere auch, dass die leere Menge Teilmenge jeder anderen Menge ist, einfach weil die leere Menge ja nun mal kein Element enthält. Und deswegen halt, der Mathematiker denkt da so ein bisschen komisch. Also diese Eigenschaft, dass jedes Element von B auch in A ist, ist halt für nichts verletzt und dementsprechend ist diese Eigenschaft erfüllt für die leere Menge. Hier so grafisch nochmal dargestellt als Beispiel. Ich habe hier wieder meine größere Menge A und eben die kleinere Menge B als Teilmenge von A. Man kann sich hier schon überlegen, nur alles, was in B drin ist, ist halt sinnvollerweise oder logischerweise auch in A drin. So ist zum Beispiel die Menge 1, 3 Teilmenge von 1, 2, 3, ne, weil 1 da drin ist und die 3 ist auch da drin. Aber die Menge 3, 4 ist nicht Teilmenge von 1, 2, 3, weil die 4 eben nicht in dieser Menge drin ist. Dann brauchen wir den Begriff der sogenannten Schnittmenge, a geschnitten b. Also die Schnittmenge von a und b enthält alle Elemente, die in a und b enthalten sind. Also da muss man gucken, welche Elemente sind in beiden Mengen drin. Wenn ich mir das hier so wieder grafisch veranschauliche, dann habe ich hier diese Menge A und ich habe hier die Menge B, die sollen sich hier so in der Mitte irgendwie berühren. Und die Schnittmenge ist jetzt sozusagen diejenige Menge, die beide oder mit all den Elementen, die in beiden Mengen A und B enthalten sind. Also wenn ich zum Beispiel die Menge 1, 2, 3 habe und das die Schnittmenge mit der Menge 3, 4, 5 bilde, dann bleibt nur das Element 3 über, weil nur das ist in beiden Mengen enthalten. Wir brauchen auch die sogenannte Vereinigung. A vereinigt mit B. Die Vereinigung von A und B enthält Elemente, die in A oder B enthalten sind. Auch hier kann man sich das Ganze grafisch wieder veranschaulichen. Ich habe hier wieder meine beiden Mengenkreise und die Vereinigung ist jetzt eben halt alles, also das, was in A oder B drin ist. Wenn ich jetzt hier diesen Schnitt wieder habe in der Mitte, dann heißt das natürlich, wir hatten ja gerade schon gesagt, jedes Element ist halt höchstens einmal in der Menge drin. Das heißt also, dass die Elemente, die in dieser Schnittmenge da drin sind, die also in A und B enthalten sind, dass die in der Vereinigungsmenge natürlich nicht zweimal drin sind, sondern da sind die halt auch nur einmal drin. Ne? Wenn ich jetzt hier als Beispiel mir die Menge 1, 2, 3 vereinigt mit der Menge 3, 4, 5 anschaue, dann ist es haben die Menge 1, 2, 3, 4, 5. Die 3 ist eben halt einmal in der Vereinigungsmenge drin. Dann brauchen wir noch ganz wichtig den Begriff der Disjunktheit. Also zwei Mengen heißen disjunkt, wenn ihre Schnittmenge leer ist, sie also kein gemeinsames Element enthalten. Das kann man sich schon mal merken. Den Begriff der Disjunktheit werden wir noch ganz oft später brauchen. Und das heißt einfach, dass wir zwei Mengen haben, die keine gemeinsamen Elemente haben. Also grafisch veranschaulicht habe ich hier so diese Menge A und ich habe hier diese Menge B und die haben halt nichts gemeinsam. Ein Element ist also entweder in A drin oder in B drin oder eben halt gar nicht drin, aber die sind auf jeden Fall nicht in beiden Mengen drin. Und die Mengen 1, 2, 3 und 3, 4, 5 sind also nicht disjunkt, ne, wenn sie das Element 3 gemeinsam haben. Die Mengen 1, 2, 3 und 4, 5, 6 hingegen schon, weil eben halt kein einziges Element in beiden Mengen vorkommt. Dann brauchen wir noch die sogenannte Differenzmenge A ohne B. Und die enthält halt alle Elemente von A, die nicht
auch in B enthalten sind. Auch das kann ich mir grafisch wieder veranschaulichen. Da habe ich jetzt also hier diesen Kreis und das sind halt alle Elemente, die in A drin sind, aber ohne die, die halt in B drin sind. Auch hier kurz ein Zahlenbeispiel, ne? Also die Menge aus den Elementen 1, 2, 3 ohne die Menge der Elemente 3, 4, 5 wäre dann die Menge mit den Elementen 1, 2, weil diese 3, die wäre ja auch hier drin, die muss ich also rausnehmen. Zu guter Letzt, der letzte Begriff, den wir noch brauchen, ist der Begriff der sogenannten Potenzmenge, P von A. Das schreibt man mit diesem gekringelten kalligraphischen P oft. Und damit meint man eine Menge, die enthält alle Teilmengen von A. Also, das heißt, ich mache hier ich habe eine Menge A und ich möchte jetzt alle Teilmengen von A wieder zu einer neuen Menge zusammenfassen. Das heißt insbesondere, dass immer, egal was ich für eine Menge A habe, die leere Menge Element dieser Potenzmenge ist, weil ja die leere Menge stets Teilmenge von A ist. Hatten wir gerade schon drüber gesprochen. Und natürlich heißt es das auch, dass die Menge A selbst immer Element der Potenzmenge ist. Also insbesondere die Menge A ist immer Teilmenge von sich selbst, weil ja per Definition jedes Element aus A auch in A enthalten ist. Auch hier kurzes Beispiel. Wenn ich mir zum Beispiel die Menge der Elemente 1, 2 anschaue und davon die Potenzmenge bilde, dann habe ich also wieder eine Menge. Die besteht jetzt aus vier Elementen, nämlich der leeren Menge, der Menge, wo nur die 1 drin ist, weil das ist halt Teilmenge hiervon, der Menge, wo nur die 2 drin ist, weil auch das ist Teilmenge, und der Menge 1, 2, weil auch das eben Teilmenge von sich selbst ist. Ja, das war es im Grunde auch schon für das erste Video. Wir haben ein paar grundlegende Begriffe definiert und im nächsten Video möchte ich darüber reden, was ein paar grundlegende Begriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie erklären, ein bisschen was reden, was ein Elementarereignis ist und was ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist und welche Eigenschaften das so erfüllen muss. Ich freue mich, wenn ihr da auch wieder mit dabei seid. Wenn ihr Anregungen, Fragen oder Kommentare habt, dann schreibt sie gerne unten rein. Ansonsten würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.